U23 von Borussia Dortmund bereitet sich in diesen Tagen auf den Wiederbeginn vor der Saison in der dritten Liga und an ganz besonderem Ort, nämlich nicht hier im heimischen Dortmund, sondern in der Türkei in Belek im Trainingslager. Dahin schalten wir jetzt zu unserem Reporter Cedric Gebhardt nach Belek und holen uns ein paar Eindrücke. Cedric, hier sind es in Dortmund 8 Grad, bisschen regnerisches Wetter. Bei dir sieht es ein bisschen wärmer aus. Ja, hallo Klavi und schöne Grüße aus Belek. Hier ist es in der Tat ein bisschen wärmer, gute 19 Grad haben wir und strahlender Sonnenschein. Ich musste mir auch ein schattiges Plätzchen suchen, damit ich nicht in die Kamera blinzel. Das ist gar nicht so leicht hier auf dem Platz. Ja, hier sind wunderbare Bedingungen, die der BVB auch nutzen will, um sich auf die zweite Saisonhälfte in der dritten Liga vorzubereiten. Du hast es gerade gesagt. Und bisher tut er das auch vollumfänglich. Just gerade läuft eine weitere Trainingseinheit. Heute werden Standards trainiert. Die Spieler haben sich selber Standardsituationen überlegt, defensiv wie offensiv. Und die stellen sie jetzt gerade dem Trainerteam vor und man überlegt dann gemeinsam, ob man davon was implementieren kann in den normalen Regelbetrieb. In deinen ersten Berichten aus Belek habe ich gelesen, dass der FC Schalke 04 nebenan sein Wintertrainingslager bezogen hat, unter sommerlichen Bedingungen sozusagen, und sich da auf die Bundesliga-Saison weiter vorbereitet. Wie sind so die Berührungspunkte mit den Schwarz-Gelben? Gibt es da Stress? Ja, Stress gibt's nicht. Das war eine der Befürchtungen im Vorfeld. Man war sich nicht sicher. Es reisen Schalke-Fans mit. Es war nicht auszuschließen, dass davon auch welche ausgerechnet im Mannschaftshotel von Borussia Dortmund absteigen. Deswegen hat der BVB, ist auf Nummer sicher gegangen, hat einen Sicherheitsdienst zumindest fürs Trainingsgelände engagiert, um zu gucken, wer hier so alles auf den Rasen und aufs Gelände spaziert. Es gab aber bislang überhaupt keine Vorfälle. Es ist total ruhig. Die Schalke allerdings trainieren tatsächlich nebenan. Man sieht die jeden Tag auch am Platz vorbeispazieren. Peter Knebel war da. Es gab schon einen lockeren Plausch mit Mike Büskens. Es gibt ein paar kleinere Frotzeleien zwischen den Fans und dann den Schwarz-Gelben hier. Aber es ist alles friedlich, alles ruhig. Und im Hotel gab es auch keinerlei Vorfälle. Also es ist alles friedlich, so wie erhofft. Schalke ist nicht die einzige deutsche Mannschaft, die hier ist. Der 1. FC Nürnberg bereitet sich auch vor. Und auch 1860 München, der BVB U23-Liga-Konkurrent aus der dritten Liga. Ich habe einige 1860-Fans im Hotel, aber die benehmen sich auch gut. Die trinken nur viel Bier. Mit Blick auf den schwarz-gelben Tross, der mit nach Belek gereist ist, gibt es Überraschungen, wer dabei ist und auch womöglich Überraschungen, wer nicht mitgereist ist? Überraschung würde ich das jetzt nicht nennen. Es ist auf jeden Fall eine große Gruppe, anders als im Sommertrainingslager in Kirchberg in Tirol. Es sind 25 Feldspieler und 3 Torhüter, also im Prinzip der gesamte Kader, also auch Spieler, die potenziell zum erweiterten Kreis der Profis gehören. Marcel Lotka, Antonius Papadopoulos, Justin Ginma, Paco Pasalic, die auch auf der Asienreise dabei waren, die sind hier auch dabei. Nicht dabei ist Luca Unbehauen und Sumaila Koulibaly, die mit den Profis nach Marbella reisen. Auch nicht mit dabei ist Abdoulaye Camara, der noch eine Innenbanddehnung im Knie auskuriert, und Valentino Vermeulen, der ja auf der Suche nach einem neuen Verein ist. Darüber habe ich mit Ingo Preuß auch gesprochen. Der Vermeulen fühlt sich nicht ganz wohl, ist natürlich nicht zufrieden, hat keine Einsatzzeiten hier, ist auf der Suche nach einem neuen Club, womöglich in der Heimat in den Niederlanden. Vielleicht geht es wieder zurück nach Eindhoven. Ingo Preuß sagt aber auch, wenn er keinen neuen Club in dieser Woche findet, ist er nächste Woche wieder beim Training in Brakel dabei. Also da ist noch nichts ausgemacht. Wer noch mit zum Tross der Dortmunder gehört, ist natürlich Neuzugang Cyril Akono, der vom SC Fair verpflichtet wurde, und U19-Spieler Namdi Collins. Der soll jetzt ja in den nächsten Monaten an den Seniorenfußball herangeführt werden. Und das ist natürlich ein Unterschied, ob du im U19-Training dich vorbereitest auf den Seniorenfußball oder eben mit den gestandenen Drittligaspielern des BVB. Und deswegen ist der auch hier dabei. Du hast ihn schon angesprochen, Cyril Akono, der Torjäger, der neu zum BVB 2 gekommen ist. Welchen Eindruck macht denn der Mann in den ersten Tagen in Belek, der ja so die Offensivflaute des BVB beheben soll? Ja, genau, das ist die große Hoffnung. Ingo Preuß hat auch gesagt, ohne ihn unter Druck setzen zu wollen, wir erhoffen uns ja schon Tore von ihm. Und er hat selber, ich habe gestern mit ihm gesprochen, hat gesagt, das erwarte ich auch selber von mir. Er sollte ja eigentlich als schon im Spätsommer verpflichtet werden als Nachfolger für den zum FC Basel abgewanderten Bradley Fink. Das hat damals aus zeitlichen Gründen nicht geklappt. Und Akono hat gestern zu mir gesagt, ich habe mir dann vorgenommen, ich ziehe jetzt noch mal ein Halbjahr richtig durch, und damit ich im Fokus bleibe und damit das auch im Winter klappt mit dem Transfer. Und jetzt hat es geklappt, jetzt ist er in Dortmund. Er ist Mittelstürmer, 1,90 groß, Gardemaß, hat Tempo, Wucht, hat richtig Zweikampfhärte. Ingo Preuß sagt, es rappelt, wenn er in den Zweikampf geht. Und das bekommen hier die neuen Kollegen auch zu spüren. Also der zieht nicht zurück. Da schnackelt es tatsächlich, wenn der in den Zweikampf geht. Und abseits des Platzes ist es aber gar kein Hauding, sondern ich habe gestern geschrieben, ein Feingeist. Er ist ein sehr, sehr reflektierter Typ, sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner.
spielt Klavier, musiziert schon seit er ein Kind ist, studiert Psychologie, also sehr vielseitig unterwegs und ein ganz spannender Kerl, der hoffentlich auch auf dem Platz dann für spannende Momente sorgen wird. Du bist ja als unser Reporter in Belek jetzt in diesen Tagen nah dran an der U23. Worauf legt denn Trainer Christian Preußer die Schwerpunkte jetzt zur Vorbereitung auf das, was da ab Mitte Januar wieder auf sein Team wartet? Ein Schwerpunkt ist ganz klar das Offensivspiel. Die Mannschaft hat in 17 Spielen im bisherigen Saison nur 13 Tore erzielt. Das ist der zweitschwächste Wert aller Drittligisten und natürlich der große Ansatzpunkt. Deswegen gibt es hier täglich Spielformen, kleine und große, vor dem Tor. Es geht immer wieder darum, Offensivsituationen zu kreieren, sich richtig zu entscheiden im richtigen Moment. Es geht auch um Passschärfe, ums Freilaufverhalten. All das muss verbessert werden, damit die Offensive eben besser auf Touren kommt in der zweiten Saisonhälfte. Und gestern hat Julian Koch, der Co-Trainer, fast mantraartig wiederholt, Ball auf Außen, dann sofort geht's, heißt für uns Zentrum tief. Also mit wenigen Kontakten will man versuchen, Tiefe herzustellen, um den Gegner dann künftig besser zu überlisten. Es wird ganz, ganz, ganz viel Wert hier auf die Offensive gelegt. Und Christian Preußer, der Trainer, hat es auch gesagt, vermutlich ist das nicht nur der Schwerpunkt hier im Trainingslager, sondern der Schwerpunkt für die gesamte Rückrunde. Training ist das eine und dann ein Testspiel steht auch noch auf dem Programm, richtig? Ja, genau. Es gibt nur ein Testspiel, das allerdings in ausgedehnter XXL-Form. Am Sonntag testet die U23 des BVB gegen MTK Budapest, den ungarischen Erstligisten. Und gespielt wird dann nicht 90 Minuten, sondern 3x45. Da will man dann also alle Spieler zum Einsatz kommen lassen und auch unterschiedliche Formationen und einfach sich und das, was man hier einstudiert hat, immer wieder erproben und ausprobieren. Darum geht's. Ansonsten wird hier aber noch zweimal am Tag trainiert. Heute findet nur eine Einheit statt, weil die letzten Tage sehr intensiv waren. Christian Preußer trainiert bis zu 2 Stunden ungefähr pro Einheit. Die Spieler werden, ihre Werte werden, die Belastung wird überwacht. Es gibt ein Monitoring natürlich. Das hat auch zur Folge, dass Prinz Anning zum Beispiel heute etwas weniger macht, nur sehr, sehr dosiert trainiert, weil bei ihm die Werte sehr, sehr hoch waren, was die Belastung angeht. Jaden Braff trainiert auch ein bisschen individuell. Der muss allerdings noch ein paar Runden extra drehen, weil er zuletzt eher weniger gemacht hat. Also man achtet schon sehr, sehr genau darauf, dass individuell alle auf dem richtigen Maß trainieren. Zweimal am Tag wird grundsätzlich trainiert, eben auch noch morgen und Samstag. Sonntag gibt es das Testspiel, Montag nochmal 2 Einheiten und am Dienstag, dem letzten Tag, dann vormittags noch 1 Einheit und am Nachmittag geht dann schon der Flug zurück nach Dortmund. Der Flug geht dann zurück nach Dortmund und der geht dann zurück und mal von heute angerechnet, in 10 Tagen rollt dann schon der Ball wieder in der dritten Liga. Reicht denn diese knappe Zeit der Vorbereitung überhaupt, um so richtig fit zu werden, bis die Liga wieder weitergeht? Die muss ganz einfach reichen. Ja, es sind wenige Tage nur. Der BVB hat 8 Tage hier in Belek. Die wird er aber ganz intensiv nutzen. Dann sind es tatsächlich nach der Rückkehr ja nur 5 Tage, bis das erste Spiel in Bayreuth ansteht, dann folgen schon 2 Heimspiele gegen Osnabrück und Wiesbaden, wo man natürlich direkt punkten will. Es sind nur 2 Punkte zur Abstiegszone aktuell. Die Zeit muss reichen. Christian Preußer hat gesagt, egal, dass es nicht viel Zeit ist, denn die Spieler haben ja alle individuelle Pläne mitbekommen. Die haben in der Winterpause für sich gearbeitet. Spätestens nach Weihnachten haben die wieder angefangen. 7 Spieler haben auch schon von sich aus freiwillig mit einem kleinen Grüppchen und einem kleinen Trainerteam in Brakel individuell trainiert. Also die Spieler haben alle etwas gemacht, um hier auf dem Punkt fit zu sein. Also es geht jetzt hier nicht darum, Grundlagen zu legen, sondern wirklich direkt an Technik, Taktik zu feilen, an den wirklich wichtigen Dingen. Und genau das tun die Mannschaft hier sehr, sehr akribisch. Und dann muss die Zeit reichen für das Spiel bis zum Wiederaufnahme des Spielbetriebs in Bayreuth. Dann senden wir herzliche Grüße jetzt nach Belek und danken dir, Cedric Gebhardt, für deine Eindrücke aktuell vom Trainingsgelände, aus dem Trainingscamp der BVB U23. Danke, Cedric. Sehr gerne, viele Grüße nach Dortmund.